Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2020. My Team, willkommen zurück auf FAS LP und willkommen zum nächsten Rennwochenende, das jetzt auf uns zukommt. Runde 7, Monaco. Und da ich da zu 99% mein Auto sowieso kaputt fahren werde, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, dachte ich mir, um das Qualifying-Video ein bisschen länger zu gestalten, nehme ich noch ein, zwei Runden vom freien Training mit rein. Getriebe ersetzen. Da mit dem aktuellen Getriebe die erforderlichen 6 Rennen abgeschlossen wurden, kann straffrei ein neues Getriebe montiert werden. Soll ein neues Getriebe montiert werden? Ja, warum nicht? Rein damit ins Auto. Und da wir vermutlich eh nicht so viele Runden fahren werden in Monaco, haben wir quasi auch in Runde 8 am 8. Rennwochenende ein so gut wie nagelneues Getriebe im Auto. Das ist nicht schlecht. Also ich werde mein Bestes geben, aber sehr wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, unbeschadet das Qualifying oder das Rennen zu absolvieren, weil die Strecke ist einfach so unglaublich eng gebaut, sodass man einfach, wenn man probiert schnell zu fahren, irgendwo hängen bleibt, und sobald man mit über 100 km/h irgendwo hängen bleibt, ist halt einfach das Auto so kaputt, dass da nicht mehr viel geht. So, Wettervorhersage sieht ziemlich trocken aus. Ja, gut. So, hier Training 1, wir starten mal die Session. Probieren mal wenigstens die Streckenakklimatisierung im Trainingsprogramm zu schaffen. Alles andere sieht man dann, je nachdem, wie lange mein Auto so lebt. 3 Rückblenden haben wir, die würde ich dann gern tendenziell aufheben fürs Qualifying oder fürs Rennen. Und nicht jetzt schon im Training rausballern, aber wenn ich im Training jetzt schon mein Auto kaputt fahre, dann müssen wir mal überlegen, was wir dann machen. So, großer Preis von Monaco. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Aha, englischer Kommentator. Ihr habt da deutsche Untertitel. Ich werde das für die nächste Folge dann wieder umstellen. Es gab ein Update und anscheinend hat das jetzt auch den Kommentator auf Englisch gestellt. Ja gut. Wir fahren mal raus für die Streckenakklimatisierung. In der nächsten Folge dann wieder mit deutschem Kommentator. Aha. Ja, das ist viel zu knapp, wie man da vorbeifährt. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Ja. To activate your DRS in the DRS zone as well. Das ist das Problem. Ich muss erstmal schaffen, mein Auto nirgends hängen zu lassen. Ja, das hier geht ja noch. Kriminell wird es dann an diversen anderen Stellen. Ja, da waren wir nämlich schon zu langsam. Dann kommt hier die ganz langsame Kurve, den Berg runter. Der Tunnel. Dann kommt hier dieses Kurvenkonstrukt. Puh, ja, da war ich jetzt ein bisschen langsam. Da muss ich bremsen. Ja. Ein bisschen bremsen, sonst ist mir das Auto kaputt gefahren. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Akklimatisierungsprogramm abzuschließen auf grün. Zwar nicht auf lila, aber ja auf grün. Aber ich habe mir den Frontflügel angeditscht. Da seht ihr mal, wie schwierig das schon ist. Und wenn ich jetzt probieren würde, hier irgendwie Qualifying-Tempo zu fahren. Okay, da müssen wir kurz warten, bis das Auto repariert ist. So. Dann wird es wahrscheinlich jetzt ganz schwierig,
auf Zeit zu fahren und das Auto nicht kaputt zu machen. Bin schon positiv überrascht, dass ich das Trainingsprogramm, das erste, die Streckenakklimatisierung einigermaßen hinbekommen habe. This is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir da ansatzweise eine Chance haben, die zu schlagen, die Zeiten. Vor allem, wenn wir jetzt noch Verkehr auf der Strecke haben, das macht das Ganze nicht besser. Vor allem an den Stellen, wo man schnell fahren könnte. Das kostet dann halt natürlich ziemlich viel Zeit. Das sieht man oben schon am Zeitdings, Zeitbildschirm. Ja, viel, viel Zeit verlieren auf die hochgerechnete Qualifying-Zeit, die wir schlagen müssten. Wir kommen zwar Russell hinterher, aber sind 2,5 Sekunden zu langsam. Das ist die Frage. Puh, das ist so eng. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück in die Garage. Ja gut, ich bin eigentlich ziemlich positiv überrascht, dass ich mein Auto noch nicht kaputt gefahren habe. Und würde sagen, wir springen jetzt rein ins Qualifying. 7 Minuten im Training, das sollte reichen. Die Linie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Oh, wir sind gar nicht. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ach, und jetzt haben wir wieder. Ah, okay. Also der allgemeine Kommentator ist noch auf Deutsch, aber unser Boxeningenieur, der ist jetzt auf Englisch gestellt. Okay. Wir sind mit unserer Zeit aber nicht mal letzter, sondern gut, wir sind einen Platz hinter unserem Teamkollegen, aber Platz 17. Es war auch nur ein Training. Ja. Muss man sehen, ob wir so eine Zeit nochmal hinkriegen und was die in einem Qualifying wert ist. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Oh, Interview. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Leistung von McLaren. Ich habe leider im Moment keine Ahnung. Out of nowhere. Wo die stehen, aber ich sag einfach mal, dass sie mich beeindruckt haben. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Abtrieb, Strecke. Naja, leider kann ich nicht irgendwie sagen, dass die Strecke mir persönlich nicht liegt, weil das wäre die richtige Antwort. Ich schaue es mir in der Wiederholung einfach nochmal an, sage ich mal ganz alibimäßig. Danke für den Kommentar. Ja, bitteschön. Ja gut, jetzt geht's dann ran ins Qualifying. Also in Q2 weiterzukommen wäre schon mal cool. Also meine Erwartung war eigentlich so, dass ich mein Auto direkt Schrott fahre und ganz hinten lande. Die Frage ist, ob sich das bestätigt oder wir tatsächlich ein bisschen fahren können, um dann im Video morgen im Rennen vielleicht auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob wir da eine Chance haben. Ich meine, man kann da quasi so gut wie nicht überholen auf der Strecke. Das heißt, wenn man hinten irgendwo startet und dann noch sich das Auto kaputt fährt, dann wird da auch nicht viel passieren. Das müssen wir mal dann schauen. Jetzt geht's erstmal ran ins Qualifying. Möglichst weit vorne eine Position zu erkämpfen, die man dann im Rennen vielleicht irgendwie mit Ach und Krach
verteidigen kann, indem man einfach Kampflinie fährt bis zum geht nicht mehr und niemand überholen lässt. Das müssen wir mal schauen. Noch ein kleines Boxen-Interview von Ramon Rodriguez. Und dann geht's rein ins Auto. Wir gehen gleich mal raus mit einer fliegenden Runde. Schauen mal, was wir da so für eine Zeit fahren können. 1:19 irgendwas hatten wir im freien Training geschafft. Und die Frage ist, kriegen wir vielleicht noch eine 1:18er Runde hin? Ich bin jetzt mal leise und konzentriere mich während der Runde. Boah, die Lichtverhältnisse sind echt schlecht, wenn man da aus dem Tunnel kommt. 1:15:2 von Bottas, ja. Glückwunsch. Boah, da bin ich aber hart über den Curb drüber gefahren. War nicht so gut. Aber die Runde wird gar nicht so schlecht. 1:16:7. 1:16:7, das ist schon mal deutlich schneller als im freien Training. Ich probiere einfach mein Bestes hier zu geben. Auch wenn die Strecke natürlich echt schwierig ist. Ich tue mich echt schwer hier auf der Strecke. Aber da muss man, glaube ich, weniger auf die Bremse, ja, das war nicht gut, auf die Bremse treten, als eher eine gute Kurvenlinie wählen, als gut. Damit gehen wir direkt erstmal in die Garage, nachdem ich meinen Frontflügel fast kaputt gefahren habe, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite mich dann noch gedreht habe. We've had to spend time repairing the damage to the car. So far, our fastest lap is a 1:16:7. Ja, 1:16:7, das ist momentan Platz 7. Die Frage ist nur, wie lange hält das? Jetzt sind wir schon bei Platz 10. Reicht das für die Top 15? Dann müssen wir nicht nochmal rausfahren und können in Q2 übergehen. Da fahren auch viele, stand jetzt nicht mehr raus, so wie es aussieht. Die bleiben alle in der Box. Sind wir auf Platz 11 gerutscht. Und jetzt fahren alle nochmal raus. Dann fahren wir auch nochmal raus, probieren unsere Zeit nochmal zu verbessern. We'll be right back.
Auf geht's. Bei 10 Sekunden Restzeit über die Linie. Ja, moin. Ganz, ganz schlechte Kurvenlinie hier gehabt. In der langsamen Kurve. Und das hat schon massiv Zeit gekostet. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch ausbessern können. Eine Sekunde an Zeitverlust gegenüber unserer besten Runde. Naja, wenn ich hier so anbremse, eher nicht. Habe ich das Gefühl. Okay, hier haben wir auf jeden Fall in Sektor 2 noch, Sektor 3 kann man noch massiv mehr Zeit rausholen. Wenn mein Fehler nicht gewesen wäre in der einen Kurve, dann wäre das deutlich schneller gewesen. So war es jetzt nicht wirklich gut, aber es reicht für Platz 11 und damit für Q2. Das ist schon mal weitaus mehr, als ich mir erhofft habe im Voraus auf dieses Rennen. Und jetzt müssen wir uns noch ein kleines bisschen verbessern, dass es für die Top 10 reicht, dass wir ins Q3 weiterkommen. Das ist das erklärte Ziel, in den Top 10 zu starten. Das wäre für mich persönlich schon ziemlich gut, auf so einer schwierigen Strecke unter den besten 10 starten zu können. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ja, hoffen wir mal, dass wir in unserer Gezeitenrunde hier nicht so eine Kurve hinlegen wie gerade. Das wäre dann nämlich nicht so gut. So, hier ganz eng rein fahren. Wenn man da zu weit rausfährt, dann wird es gar nichts. Hier auch eng innen durch. Das war zu früh aufs Gas. Da beschwert sich der Frontflügel sofort. Das merkt man jetzt natürlich auch hier ganz deutlich, dass der Frontflügel einen Knacks hat. Ein 16-3, das ist nicht so schlecht. Ich würde jetzt aber wieder in die Box gehen, um den Flügel zu reparieren und dann nachher nochmal rauszufahren. Auf jeden Fall schon mal um 0,4 Sekunden verbessert. Das ist nicht schlecht. Das reicht für Platz 6 im Moment. 1:15:01 von Bottas die Topzeit. 8 Minuten haben wir noch. Ich spule mal ein bisschen vor. Und dann gehen wir nochmal bei 5 Minuten Restzeit oder so raus. Dass wir vielleicht auch 2 Runden fahren können. 2 gezeitete. So. Dann gehen wir nochmal raus auf eine fliegende Runde und können vielleicht noch eine zweite Runde anhängen. Und hoffen, dass es dann für die Top 10 reicht. Also 1:16:03 ist schon mal nicht schlecht. Aber wir können das auch noch besser.
Westseite Sektor 1. Okay. Respekt. Das heißt, wir lassen in Sektor 2 und 3 dann massiv Zeit liegen im Vergleich zu den anderen Fahrern. Die Kurve, da lasse ich noch ein bisschen Zeit liegen. Ganz schlecht natürlich. Im orangenen Frontflügel. Die Runde so ein bisschen versaut. Ein bisschen arg. Und die Kurve hier natürlich auch ganz stark. Das war's mit Q2. Ja, in der Zeit wird hier definitiv keine neue Runde mehr gefahren werden können. Das heißt, wir müssen hoffen, dass unsere 1.16.3 reicht für Q3. Wie viele Frontflügel die für uns brauchen. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. In jeder Qualifying-Session brauche ich einen neuen Frontflügel. So, wo sind wir gelandet? Platz 9. Huh, gerade so noch. Die beste Zeit bleibt bei 1.15.1 von Bottas. Vorerst. Und jetzt kommt noch Q3. Dann können wir mal schauen, wo in den Top 10 wir uns platzieren können für den Start im Rennen morgen dann. Gehen gleich am Anfang wieder raus, da ist noch nicht so viel los auf der Strecke. Ich meine, es ist jetzt eh weniger, weil nur noch 10 Autos dabei sind, aber wir können uns dann mal gleich von Anfang an auf die Strecke wagen. Wieder volle Konzentration für die Runde. Und genau, jetzt kommt Vettel rausgefahren. Das ist natürlich richtig klasse. Der macht Platz. So viel dazu. Es ist so eng hier, dass der, selbst wenn er Platz macht, man da quasi kaum vorbeikommt, wie ihr gerade gesehen habt. Und damit können wir die Zeit quasi auch schon wieder uns in die Haare schmieren, weil mit so einem Rumpler drin wird das kaum jetzt eine gute Runde werden können. Und hier lasse ich auch immer den vorderen linken Teil von meinem Frontflügel, lasse ich da immer ein bisschen hängen. Ohne funktionierenden Frontflügel ist es dann fast unmöglich, hier irgendwas Vernünftiges zusammenzufahren. Ein 17.99, ja. So gut ist das jetzt nicht. Da müssen wir nochmal einiges oben drauf packen. Frontflügel reparieren. Eh nicht mehr so viel Zeit. 5 Minuten noch, dann können wir direkt wieder rausgehen und probieren, uns noch zu verbessern. 2 Runden kriegt man da noch. Maximal. You've dropped to P10. You're on the 5th row of the grid. Mal ohne Vettel vor der Nase. Probieren wir das Ganze besser zu machen. So, diesmal hat die Kurve besser funktioniert, ohne meinen Frontflügel da hängen zu lassen.
careful with the front wing. You've taken some minor damage. Aha, und dann als ich hier das Auto so hängen. Erst von der Runde war nicht so schlecht. Ja, den Flügel hängen zu lassen war halt blöd. 1.16.3 bringt mich auf Platz 8 nach vorne. Ich glaube, die weitere Runde brauche ich nicht versuchen. Naja. Das bringt nicht mehr so viel. Auf Platz 8 hat uns die 1.16.3 nach oben gebracht. Schneller ging es einfach nicht. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ja, das wissen wir ja schon, dass das Auto halt wieder repariert werden muss. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Genau, wir werden dann von Platz 9 starten dürfen, was um einiges besser ist, als ich dachte, wo wir starten werden. Und dann schauen wir mal, wie sich das im Rennen entwickelt. Ob wir durchfahren können, ohne unser Auto kaputt zu machen und wo wir dann am Ende vom Rennen landen werden, vom Platz her. Das war es auf jeden Fall vom Qualifying in Monaco. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen beim Rennen. Bis dahin. Ciao, Leute.